Na, habt ihr schon alle Geschenke ausgepackt? Ganz bestimmt habt ihr sie schon ausgepackt. Und vielleicht lag bei dem einen oder anderen die Socke oder der Topflappen unter dem Baum, den er dann doch nicht so gut haben möchte. Wie ihr die Geschenke wieder loswerdet, das erkläre ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke, und ich wünsche euch einen schönen, besinnlichen zweiten Weihnachtstag. Und was könnte es für einen besseren Tag geben, als heute sich Gedanken darüber zu machen, wie man die ganzen Geschenke von vorgestern wieder los wird? Und da gibt es rechtlich so einige Möglichkeiten, wie ihr die Geschenke wieder zurückgeben könnt. Denn nicht alles, was an den Feiertagen verschenkt worden ist, kann ja eventuell euren Geschmack getroffen haben. Also, wenn eure Geschenke in einem Laden gekauft worden sind, dann gibt es zunächst einmal kein Recht auf Umtausch. Das weiß der eine oder andere vielleicht nicht. Es ist anders als beim Online-Kauf, hat man im Laden kein Recht auf Umtausch. Im Laden seid ihr völlig auf die Kulanz des jeweiligen Ladenbesitzers angewiesen. Wenn der bereit ist, die Ware zurückzunehmen, dann kann man auch nach Weihnachten noch die Sachen zurückgeben. Die größeren Ketten machen das ja so. Wichtig wäre dann, dass irgendwo ein Aushang steht in dem Laden: Wir nehmen die Sachen 14 Tage zurück, oder auf dem Kassenbon was Entsprechendes steht, so dass ihr irgendeinen Beleg dafür habt, dass es wirklich so ein Rückgaberecht, ein freiwillig vereinbartes Rückgaberecht gibt. Aber auch dann kann der Händler euch die Bedingungen vorgeben. Zum Beispiel kann der Händler regeln, dass nur ein Gutschein zurückgegeben wird und kein Bargeld. Es kann auch sein, dass der Händler unbedingt möchte, dass das Preisetikett noch an den Sachen dran ist, was oftmals bei verschenkten Sachen nicht der Fall ist. Oder die Originalverpackung kann verlangt werden, denn hier ist der Händler vollkommen frei im Offline-Handel, was er dort vereinbart. Anders sieht es jedoch aus, wenn ihr in einem Katalog oder im Internet gekauft habt. Da gibt es nämlich europaweit ein 14-tägiges Rückgaberecht, und ohne jegliche weitere Begründung könnt ihr die Brocken dann zurücksenden, beziehungsweise zurücksenden kann, das muss man hier auch nochmal erwähnen, natürlich immer nur der Käufer. Also auch da nicht ganz simpel. Ihr müsstet euch erst an den Schenker wenden und der kann die Sachen dann entsprechend wieder zurücksenden. Ihr selbst als Beschenkter habt ja da keine Verträge mit den einzelnen Online-Shops. Die Frist, hatte ich erwähnt, 14 Tage, die müsst ihr natürlich zwingend einhalten, und ihr müsst darüber vorab den Händler informieren, dass ihr das Widerrufsrecht ausübt, beziehungsweise ihr müsst den Widerruf erklären, nicht vorab erklären. Vorab muss euch allerdings der Händler sagen, wenn ihr die Rücksendekosten tragen sollt. Also beziehungsweise ist es so, dass ihr in aller Regel für die Rücksendekosten aufkommen müsst. Darüber muss euch aber der Händler aufklären. Tut er es nicht, dann sind die Rücksendekosten wieder Sache des Händlers. Wobei auch da muss ich sagen, im Onlinehandel haben die meisten Händler freiwillig die Rücksendekosten übernommen. So, und dann gibt es noch den Fall, nicht, der betrifft den Laden genauso wie den Onlinehandel, dass die Sachen kaputt sind, dass da irgendein Mangel dran ist. Mangelhafte Waren könnt ihr 2 Jahre jederzeit zurückgeben, sofern schon bei der Übergabe in irgendeiner Weise ein Mangel da war. Also beim Kauf muss der Mangel schon da angelegt sein. Wenn der Mangel später auftritt, dann habt ihr erstmal ein Problem. Dann müsst ihr nämlich beweisen, dass der Mangel schon beim Kauf da war. Teilweise hat man ja schon eine erste Sollbruchstelle beim Kauf, nachher bricht es ganz, und diese Sollbruchstelle müsste man schon dann später nachweisen. Zum Glück wird in den ersten 6 Monaten nach dem Kauf vermutet, dass der Mangel schon beim Kauf da war. Erst nach 6 Monaten müsstet ihr das entsprechend beweisen. Was vielleicht der eine oder andere auch nicht weiß: Wenn eine Sache mangelhaft ist, könnt ihr wählen, ihr als Käufer, ob ihr eine neue Sache haben wollt oder ob ihr sie repariert haben wollt. Das wissen selbst viele Juristen nicht. Es gab eine Schuldrechtsmodernisierungsreform, ich meine schon 2001, sehen wir schon länger her, und da ist das geregelt worden, dass der Käufer wählen kann, ob er die Sache einfach so zurückgibt oder ob er sie repariert haben will.
Und neben dieser Gewährleistung gibt es noch das letzte Wörtchen, was bei der Rückgabe von Sachen immer wieder ins Spiel kommt. Das ist die Garantie. Garantie und Gewährleistung sind was komplett Unterschiedliches. Bei der Garantie geht es um eine komplett freiwillige Leistung, meistens des Herstellers. Der garantiert euch, dass die Brocken meinetwegen 5 Jahre halten. Und dann könnt ihr sie, wenn die Garantie so ausgestaltet ist, 5 Jahre ohne Wenn und Aber zurückgeben. Streng zu trennen von der Gewährleistung, die steht im Gesetz. Die Garantie ist was komplett Freiwilliges. So, wenn da nichts für euch bei war, um die Socken, die nicht passen, zurückzugeben, dann weiß ich es auch nicht. Genießt noch diesen zweiten Weihnachtstag. Spielt mit den Geschenken, die ihr bekommen habt. Bastelt eure Lego Mindstorm-Roboter zusammen und programmiert sie. Das wird jedenfalls mein Sohn tun. Jetzt kann ich es ja verraten. Das hat er zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und habt Spaß einfach an diesen freien Tagen. Ich wünsche euch einen noch besinnlichen zweiten Weihnachtstag. Abonniert gerne diesen Kanal und wir sehen uns hier morgen schon wieder.